Officially presented by Ewa Outdoor Classics and our partners, Beretta, Steiner, VFG Weapon Care, and the Lead-Free Hunting Bullets by RWS. Hallo Leute, ich bin Alex, hier unterwegs für Low Ready Magazine, dem ersten Community-Magazin für die moderne Gun Culture made in Europe. Wir sind auf der IWA 2024 auf der Jubiläums-IWA und ich befinde mich hier gerade am Stand von Petersen Gunworks. Und ich habe auch neben mir gerade den Alex von Petersen Gunworks, den Chef persönlich. Hallo Alex, schön, dass du für Zeit hast. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe eben was Tolles gesehen und zwar einen Kompensator für die Walter PDP. Ganz genau. Erzähl doch bitte mal was dazu. Also uns haben so viele Anfragen erreicht von der Pistole. Ihr baut Kompensatoren, warum braucht ihr nichts für die PDP? Ja. Und es kamen so viele rein, dass wir wirklich gesehen haben, es sind so viele von den Dingern im Umlauf mit dem Gewindelauf vorne dran, dass wir gesagt haben, wir müssen dafür ein Produkt machen. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben das letzte halbe Jahr damit verbracht, halt das Timing und die ganze Funktion sicherzustellen. Ja. Das Ding funktioniert also mit diversen, eigentlich mehr oder weniger mit allen Geschossgewichten, die der Markt hergibt. Das heißt, es schränkt die Funktion nicht ein. Es sorgt dafür, dass wir weniger Hochschlag haben an der Mündung. Klar. Und da es auch die ganzen Schlittenkonturen aufgreift, sieht es am Ende auch noch schick aus. Kompatibel mit Holzern, alles was für die PDP gemacht ist und nach unten vielleicht geöffnet ist, ja, sollte kein Problem geben, weil er nirgendwo breiter ist als die Pistole selber. Okay. Verfügbarkeit, kannst du zu kurz was sagen? Also die erste Serie ist extrem gut und er ist schneller verkauft worden, als wir es überhaupt hätten präsentieren können. Neue Serie ist in der Fertigung, ungefähr 3 Wochen noch, dann müssten sie im Shop auftauchen und da kann man sie ganz einfach für 179 Euro kaufen. Okay. Falls ihr euch für diesen Kompensator für die Walter PDP interessiert, schaut bitte gerne mal unten in der Videobeschreibung, da haben wir alles verlinkt zu Petersen Gunworks und geht auch bitte auf lowreadymagazine.com. Weil auch ihr könnt Teil von Low Ready Magazine werden, weil dieses Magazin ist von der Community für die Community. Schaut auf der Seite vorbei, da hat Moritz einen Artikel verfasst, lest ihn euch durch, das alles weitere. Ich danke für deine Aufmerksamkeit, ich danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao.